Hallöchen und damit herzlich willkommen jetzt hier wieder einfach mal zu einer neuen Runde Minecraft und ich bin gerade auf der Serverliste und zwar bin ich gerade auf der Version 1.9, weil wir auch gleich auf der 1.9 weiterspielen. Warum, zeige ich euch dann gleich. Und ich habe gerade eine interessante Sache gefunden, die mir so aufgefallen ist, weil man hat ja immer so die kleine Information, wenn man auf einer falschen Version ist und der Server auf einer anderen Version ist, dann steht es ja meistens rot markiert, da wie zum Beispiel jetzt hier auf dem Gomez-Server Bungee Cord 1.8 Kreuz, weil falsche Version. Bei Hive nicht. Hive funktioniert auf der 1.9. Bei DustMC steht auch Bungee Cord 1.8. Und Timolia hat es einfach mal richtig gegönnt und geschrieben: It's XX Bungee Cord XX HD PvP 1.8. Und da dachte ich mir eben auch so: Alles klar. Ich denke mal, euch ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar war ich am Freitag beim Friseur und ich habe das Gefühl, ich wurde kahl geschoren wie ein Schaf, was irgendwie seine Wolle abgeben musste. Alter, ich dachte am Anfang echt, das ist echt zu viel. Die hat sich einfach mal nicht großartig Gedanken darüber gemacht. Einfach mal 17 mm bis auf 17 mm runter und, Alter. Aber irgendwie finde ich es doch ganz geil. Weil ich wollte unbedingt mal wieder zum Friseur, meine Haare waren wieder zu lang. Ich mag das einfach nicht, wenn die so lang sind, man morgens Ewigkeiten braucht, wenn man sich die Haare irgendwie waschen muss oder so. Das ist auch ein super Einsteigerthema jetzt hier ins Video. Aber ich mag das einfach überhaupt nicht. Und jetzt, Alter, guckt euch die Haare an. Ich dachte gestern Nachmittag so, Alter, das ist krass. Aber, naja, nun sind es 17 mm geworden und es ist eigentlich doch relativ in Ordnung irgendwie. Auf jeden Fall spielen wir heute auf dem Hey Moritz Server, denn der wurde ja am Freitag jetzt um 21.15 Uhr eröffnet, sein eigener Server jetzt. Und ich habe mir einfach mal gedacht, da ich jetzt auch für die 1.9 eben noch schnell die Optifine-Version runtergeladen habe und auch die Shader wieder drin habe, habe ich mir gedacht, ach komm, da spielen wir jetzt einfach mal eine Runde auf dem Server hier rauf. Hier drauf. Und es war natürlich klar, es ist gerade Nacht, aber ich würde mal sagen, wir gehen direkt nochmal kurz zum Spawn, damit ihr alles von Anfang an seht. Es ist immer irgendwie so, dass Minecraft am Anfang, wenn ich mal spielen möchte, abschmiert. So, ich bin jetzt wieder auf dem Server. Ich musste ja wieder neu raufjoinen, weil ich mal wieder gekickt wurde. Und ich wurde im Chat gerade gefragt, Danny, was machst du jetzt? Geht er gleich wieder? Yo, hab oftmals das Problem, dass Minecraft zu Anfang immer crasht. Gerade wenn ich irgendwie mit Shader spiele, dann denkt sich Minecraft einfach mal so, ja, komm, wir crashen einfach mal eine Runde und du musst alles wieder neu starten. Keine Ahnung, das ist auch irgendwie neu, das hatte ich eine ganze Zeit eigentlich überhaupt nicht gehabt. Aber jetzt mit einmal denkt er sich so, komm, crashen wir einfach mal jedes Mal eine Runde. Und dann, so, Moritz streamt heute wieder um 21.15 Uhr, quasi jetzt am Samstag. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, wenn ich genau weiß, wann das Video online kommt, aber ich denke mal, das war dann schon, weil das Video wird wahrscheinlich vielleicht frühestens am Sonntag jetzt hier zu sehen sein. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es schaffe, das dauert bei mir ja ein bisschen länger. Und wir spielen, wie gesagt, auf der 1.9 und wie ihr seht, man hat ja jetzt auch quasi zwei Hände sozusagen. Ich habe jetzt hier links den Apfel zum Beispiel in der Leiste und ich habe ganz normal hier rechts meine ganz normale Leiste, wo ich hier Holz oder sonst irgendwas in die Hand nehmen kann. Vor allem die Animation ist auch ein bisschen langsamer jetzt, ne? Wie man sieht, ich nehme das Schwert in die Hand, das kommt langsam hoch. Ich nehme die Schaufel in die Hand, die kommt langsam hoch. Und auch mit der Spitzhacke finde ich eigentlich ganz nice. Wie konnte ich nochmal... Ach ja, genau, hier mit H. Ich hatte ja schon... Das muss man jedes Mal wieder umstellen. Ich verstehe nicht, warum das nicht bleibt. Weil ich habe auf F, habe ich nämlich Sprinten. Und gleichzeitig ist F auch Gegenstand in der Hand wechseln. Ich mache jetzt hier im Eck... Achso, ich wollte schon sagen. Gegenstand wechseln. Ich mache jetzt hier mal gleichzeitig H wieder rein. Wenn ich jetzt H drücke, kann ich meinen Gegenstand wechseln. Das heißt, das, was ich jetzt gerade markiert habe, hier unter Leiste, wechselt dann in meine linke Hand und alles andere habe ich dann wieder rechts. Also, so ist es halt quasi so gedacht. Das heißt, ich kann jetzt auch mit der links, ich kann es nochmal kurz wechseln. Ich mache mal wieder H. Und jetzt kann ich mir quasi auch den Apfel reinziehen. Wenn ich jetzt mit dem Rechtsklick drücke, dann ziehe ich mir den Apfel rein. Ist eigentlich ganz witzig, ne? Und ich kann hier auch eigentlich alles wieder rausnehmen. Das heißt, habe ich hier links nichts in der Hand und ich habe einfach wieder normal meine rechte Hand hier. Also auch quasi so, wenn man kämpft. Ich weiß nicht, ob man auch gleichzeitig mit... Ich habe ja zwei Schwerter. Doch, man kann, glaube ich, auch gleichzeitig mit Schwert und Schwert kämpfen. Die Frage ist jetzt, wie? Mit H wechsle ich nur? Wie greife ich jetzt? Da müsste ich nochmal extra gucken. Man kann nämlich bestimmt auch mit zwei Sachen irgendwie kämpfen. Auf jeden Fall irgendwie so funktioniert. Das ist das, was Grobe, was ich bis jetzt weiß von der 1.9. Und... Ich würde mal sagen, ich wollte eigentlich schon mal anfangen zu bauen, aber ich glaube, ich zeige euch mal einfach mehr eher die 1.9, als ich jetzt irgendwie großartig anfangen zu bauen. Oder anfangen zu bauen. Ich komme mal kurz mal zum Server zurück. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, auf den Server zu kommen. Moritz streamt ja regelmäßig, meistens freitags und samstags um 21.15 Uhr.
Jetzt hat er, glaube ich, irgendwie Ferien und das heißt, er wird jetzt öfter streamen. Aber ihr habt die Möglichkeit, immer wenn ihr streamt, könnt ihr beim Zuschauen automatisch Coins sammeln. Und wenn ihr 9000 Coins gesammelt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach hier auf den Server gewhitelistet zu werden. Habt ihr allerdings keine 9000 Coins und ihr spendet irgendwie zufällig irgendwie einen kleinen Betrag oder so, auch dann kommt ihr auf den Server. Aber eins von beiden muss meistens so geschehen, entweder 9000 Coins oder ihr habt eine Kleinigkeit gespendet. Bei mir war es irgendwie zufällig, ich hatte jetzt schon 13.000 Coins, weil ich schon die ganze Zeit immer den Stream anhatte. Obwohl ich auch manchmal AFK war und der Stream lief trotzdem und ich habe irgendwie das immer am Laufen, weil ich nicht daran denke, das immer zu schließen und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwie jetzt schon doch 13.000 Coins gesammelt gehabt. Und dadurch war es jetzt Zufall, dass ich gleich automatisch mit hier rauf... Ich finde den Shader so schön. Ich finde das so geil, wenn das immer so grau wird hier. Das ist jetzt übrigens 1.9. Ich weiß nicht, ob das an dem Shader an sich irgendwas ändert. Ich glaube eigentlich nicht. Ne, wie ihr seht, jetzt ist es wieder ein bisschen andersfarbig. Ich glaube, das ist automatisch. Das hat mit der 1.9, soweit ich weiß, nichts zu tun. Aber ich finde es total nice. Vor allem der Schatten immer so hier. Es wurde auch schon ein bisschen was gebaut hier. Wie gesagt, ich schwimme jetzt einfach mal gerade ein bisschen rum hier. Dann seht ihr mal so Kleinigkeiten schon, die hier schon zu geschehen sind. Wie gesagt, er ist jetzt seit gestern Abend quasi offline zu meiner Zeit jetzt. Auch online. Was laber ich? Ich habe hier alles Mögliche im Kopf schon wieder, aber ich kriege irgendwie kein richtiges Wort raus. Jetzt wird es natürlich gerade hell oder wird es dunkel? Nee, es wird jetzt hell, weil der Mond ist untergegangen. Das heißt, es müsste jetzt hell werden. Ja, es wird, glaube ich, auch hell. Es sah eben so aus, wenn jetzt der Mond erst aufgeht, aber nein, der Mond ist untergegangen. So. Das heißt, eine Kleinigkeit steht hier schon, aber es wird natürlich so nach und nach jetzt immer mehr werden. Umso mehr man drauf zockt, umso mehr wird sich hier auch ergeben. Ich habe jetzt auch schon eine komplette Lederrüstung zu Anfang. Man hat auch zu Anfang die ganzen normalen Steinsachen. Ich müsste mich jetzt demnächst endlich mal in Bewegung setzen und Eisenfarmen und Diamanten, weil Diamanten scheint man ganz gut zu finden. Jedenfalls haben schon viele Diamanten gefunden. Wie gleich so 8 Stück, wo ich so denke, so Alter, normalerweise sucht man so Ewigkeiten danach. Aber es müsste, glaube ich, langsam losgehen. Zack, Koala TV hat den Erfolg fortgeschrittenes Handwerk. Koala TV müsste also dann auch neu sein, weil Koala TV war gestern Abend noch nicht da, wenn ich das richtig weiß und richtig im Kopf habe. Und ich würde mal sagen, soweit ist es das erstmal so zum Server. Wie gesagt, es ist ein kleiner Community-Server. Wenn ihr Bock habt, dann kommt gerne mit drauf. Wie gesagt, durch eine kleine Spende oder wenn ihr 9000 Coins gesammelt habt, indem ihr regelmäßig die Livestreams auf Twitch von Moritz verfolgt gehabt habt. Und dann könnt ihr auch mit hier auf den Server und mitzocken, mitspielen und eure Gegend hier aufbauen oder eure Häuser aufbauen, eure Landschaften, was auch immer. Und ich mag den Shader, deswegen werde ich mich jetzt noch ein bisschen hier kurz so hinstellen. Da ist übrigens auch ein... Alter, von wem ist das Haus denn? Da kann ich mal eben kurz noch runtergehen, wenn ich mal eben kurz heil hier runterkomme. Ohne jetzt hier viel Leben zu verlieren. Okay, ich fahre einfach mal runter. Zack. Wer hat denn da sein Häuschen gebaut? Wer hat denn da fleißig sein Häuschen gebaut? Das ist von... Ich glaube, da ist bestimmt kein Name bei. Nee, ist nur eine Tür. Wie gesagt, alles andere ist normalerweise gesichert. Die Öfen könnt ihr zum Beispiel nicht benutzen, aber man kann noch bis jetzt in die Häuser reingehen. Ich weiß nicht, ob das nach und nach durch ein Plugin noch irgendwie geändert wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir sind ja so nett und werden natürlich nicht griefen, weil das macht man ja nicht unbedingt. Ne? Es ist ja kein Server, wo jetzt hier Krieg herrscht. Unbedingt. Man kann sie natürlich gegenseitig killen, das ist klar, aber man sollte jetzt auch nicht unbedingt irgendwo einbrechen. Einfach so. Und ich würde mal sagen, jetzt hier bleiben wir schön stehen, weil hier ist es gerade so richtig schön sonnig. Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. So viel mal zum Thema 1.9, zu meinen Grundlagen von der 1.9, was ich jetzt quasi so im Kopf hatte gerade. Ich denke mal, die 1.9, die hat ja noch viel mehr neue Sachen. Aber das muss ich nochmal extra mit einem extra Video gestalten. Einfach mal das Ganze jetzt verbunden mit dem Server und mit der neuen 1.9. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen bzw. übermorgen wieder. Schauen wir mal. Meistens ja so alle 2 Tage sehen wir uns auf jeden Fall. So, bis morgen. Tschüss.